Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Vatertag. Und diesmal ist es umgekehrt. Normal bei uns in der Familie ist es so, dass der Papa das Frühstück herrichtet, wenn die gesamte Familie zu Hause ist. Und es hat sich irgendwie so bei uns eingebürgert mit der Zeit. Früher war das nicht so, nicht dass ihr denkt. Ja, und heute, weil Vatertag ist, macht natürlich ich das, logischerweise, mit den Kindern. Und der Tag hat der Papa gemacht. Ja, der Papa macht das, was die machen. Deswegen zählt sie also schon, aber natürlich. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe hier schon angefangen, Zwiebeln aufzuschneiden, also Frühlingszwiebeln zu putzen, zu schneiden. Dann habe ich hier Radieschen, habe leider nur mehr vier. Und ich habe mir gedacht, ich mache so für den Papa so ein Frühstück, wo ich so Paprika aufschneide. Kennt ihr das? Und dann mache ich den Spiegelei drin, das zeige ich euch gleich. Die Tomaten müssen wir noch schneiden. Machst du ein Gurke? Gesicht mit Ei? Nein, Schatzi. Schatzi, holst du noch raus Bacon? Weißt du das auch schon? Bacon. Was ist das denn? Ich hol selber. Du wolltest die Gurke schneiden, oder? Ja. Okay, dann wasche ich die gleich und holst dir dann ein scharfes Messer. Okay, kannst du zur Seite stellen. Michelle schneidet nämlich die Gurke. Bei uns sind die Kinder noch nicht so geübt wie bei manchen mit Messern. Dann schneidest du sie einmal in der Mitte. Ja. Ja, genau. Halt sie gut fest, die Gurke. Ja. Na, so wie du gemacht hast, aber gut festhalten, ja. Michelle, du kannst ruhig rein. Warte, ich gebe dir mal eine. Na, warte, warte, warte. Nimm das. Okay. Sehr vorsichtig, okay? Nimm ich nicht schneiden, so, genau. Okay? Nicht so, das ist ja kein Brot. Na, umdrehen, umdrehen, weil schau, das ist ja nicht sicher. Du kannst nicht rutschen. Kannst, ne? Okay. So. Halte die Gurke, Schatzi. Ne, so. Oh. Ja, mach halt. Genau, du kannst auch mit dem andrücken, mit der ganzen flachen Hand. Genau, wenn da kein Finger drunter ist, brauchst du keine Angst. So. Weil das Messer springt ja nicht. Lassen wir das so oder sollen wir es nochmal? Ich mach das dann nochmal genauer. Da? Das ist schwer jetzt für dich, glaube ich. Ich habe Angst, dass du dir wehtust. Ich habe so ein bisschen Angst, aber ich muss Vertrauen haben. Genau. So, meine Lieben, ich bin hier fertig mit der Michelle zusammen die Gurken und ich habe noch Tomaten. Dann mache ich hier gerade Bacon und ich mache schon hier diese Paprikas, wo ich jetzt gleich die Eier reinmachen werde. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir vorstelle. So, wir haben jetzt angerichtet und die Kinder sind schon voller Spannung. Wer geht mal als Erster? Ich! Na komm, lass die Lara, aber sonst weint sie. Ja, komm, Lara. Nichts sehen. Schau, das ist wow. Was hast du gemacht? Ja. Das ist sehr schön. Ein Elefant. Zeig mal, Freunde. Oh, so süß. Kannst du mir vorlesen? Papa, das ja Essen wird kalt. Komm, dann können wir essen. Schau mal, was bei Michelle. So viele Fliegen, die machen mehr Stress. Hey, die Michelle hat mir auch was gesehen. Soll ich vorlesen? Ja. Laut. Liebe Papa, heute darf ich Noten geben. Du bekommst ein 1 von mir, denn du bist ein toller Vater. Und ich danke dir dafür. Michelle, danke schön. Ciao, ich und Papa. Oh, ich hab's gesehen. Das ist... Und auch. Was hast du bekommen? Ich muss jetzt aber auch das Ja schreiben. Hey, ich kann ein Bier aufmachen. Ja. What's up, this? Der Papa, die Michelle weiß, dass du gern Bier trinken bist, ja? Schaut schön aus. Schön, ja. Wird das gleich liegen. Papa, da ist noch was drinnen. So. So, ja. Das Blümchen. Ja. Wow, bist du narrisch, ja. Eine Blume. Oh, haben. Wie riechst du denn? So, Kinder, komm zu Mama essen. Michelle. Warte, nimmst du dir ein Ei? Schau mal. So schön die Michelle. So, die Fliegen stressen mich. Komm, Lara, machst du auch ein Ei? Im Mund, oder? Nein, mach. Wollen wir noch ein Ei? Nein, ja, ja. Bringt ja Papa. Machst du dir selber gemacht? Ja, ja. So, der Papa
Wird bespaßt. Das riecht nach Michelle, gell? Das riecht doch gar nicht nach Michelle. Oh ja, schau, die Michelle ist ein Michelle-Blume. Das riecht nach Papier, oder? Ah, Michelle. Und Papa, hat dir das Frühstück geschmeckt? Sehr lecker. Das heißt, den nächsten Sonntag bin wieder ich wieder gleich. Das kannst du vergessen. Bitte. Nur einmal ist Vatertag, aber dafür ist jeden Tag Muttertag. Das ist deprimierend. Aber du bist dran. Aber ich liebe dich. Ja, aber trotzdem ist deprimierend. Aber du bist dran. Aber du bist dran. Steluta. 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 Du kannst Rumänisch? Ja. Wow. Albastro. Albastro. Bravo. Du hast schon wieder gewonnen. Ja, blau. Lara gewinnt immer. Ständig, oder? Ja. Der Papa ist immer der Verlierer. Ja. Sag nicht ja, oder? Ja. Mein Sonnenschein. Papa. Wir chillen jetzt unter dem Nussbaum mit Blick in den Wald. Oder Lara? Na, oder in den Wald, in Kakao. Kakao? Kakawald? Kakawald? Kaskawald? Jeder versteht irgendwas anderes. Wald. Luisa? Wo bist du? Bist du beim Papi? Ja, komm zur Mama. Ach ja? Hey, Papa, nein. Ja, wie sie lacht. Dann was ist diese Spalte hier? Hier man kann zum Beispiel man kann 100 Euro verstecken. Nein, 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 die brauche ich noch. Das ist voll viele Sommersprossen jetzt bekommen. Ja. Auf meine Hand, schau. Ja, da. Papa ist andere, Gesicht, da. Andere malen sich die an und du hast sie schon. Ja, du bist voll trendy, Papa. Als ich Kind war, war einen ganzen Sommersprossen. Alles an, ein? Alles einen. Ja, das eine, was war wie von Fliegen geschissen. Oh, das ist aber wie schön. Von Fliegen angeschissen. Was ist das so süß? Papa, das ist nicht gemütlich. Aber dann komm auf Papa Bauch, weil da ist flauschig. Papa, was tun wir heute? Grillen wir heute ein bisschen? Wenn ihr wollt. Aber nach. Können wir machen. Schauen wir dir, dass ich festhalte. Lisa. Am Back? Ja. Lisa? Aber da schaut gemütlich aus, oder? Das ist echt gemütlich hier unter dem Baum. Voll chillig. Schau, was der Papa dir gibt. Ein Bio-Spielzeug. Das kannst du dir in den Mund stecken. Das ist ein Bio-Spielzeug. Die kitzelt sich dann selber bei der Nase, wie sie guckt. Tolles Spielzeug, Papa, danke. Au. Nein, Schatzi, das ist unangenehm. Das ist so gemein. Ich gib hier mal. Entschuldigung, gib hier mal. Hallo. Was? Sag jetzt nicht, sie findet das angenehm. Das ist schildvoll. Die Natur streichelt Luisa. Ja. Das ist kitzelig, sie kann sie nicht kratzen. Das ist so schön ist Luisa, dass die Natur sogar sich streichelt. Ja, und wir chillen jetzt. Ich glätze die ganze Zeit an dem Viertelkacke auf. Ich habe da nämlich einen Pickel gehabt, schaut sich ihn dann die ganze Zeit ziehe ich dran. Bist du Mama India? Mama. Ein bisschen tiefer. India. Hätte ein bisschen höher gehört. Wir genießen jetzt ein bisschen unseren Sonntag mit nichts tun. Wir sind jetzt ins Haus, weil es regnet oder geregnet hat. Und der Papa und die Lara spielen ein Hippo-Spiel. Oder Lara? Und wir essen noch Kirche. Kirche. Die Lara sagt immer, was ist das, Lara? Kirche. Wie? Und Kern. Kirche und Kern. Und wer mehr? Kannst du Papa das essen? Danke. Hey. Das hat Nein gesagt. Achso, aber das ist voll cool. Das haben wir gekauft von Fackelmann. Das ist so, von Fackelmann? Von Fackelmann. Aber es war eine gute Investition. Also von Fackelmann? Ja, weil ich nachdenken musste. Von Fackmann? Ja, beruhig dich. Von Fackelmann? Nochmal? Ist lecker, Lara? Ja? Das war praktisch für die Kinder. Ah, Wahnsinn. Raus den Kern und dann... Hey, vergessen! Hey, Papa! Beißen! Na, ich dachte einfach runterschlucken. Ich habe anders. Na, das geht schon runter. Weil ich sie schon groß. Wie denn, Papa? Ja, aber durch das, dass der Kern draußen ist, wird sie klein im Hals runden. Nicht so wie eine Weintraube, die noch voll prall ist.
Naja, ich denke mir halt nur so logisch. Ja, wir verbringen unseren Haus, unseren Tag im Haus, weil... Wir verbringen unser Haus im Tag. Na, weil es regnet und die Kinder spielen... Also die zwei Großen spielen jetzt super... Na, was spielen die? Super Duper. Nintendo Switch Mario Kart. Und ich wollte mir so gerne eine Wimpern-Extension machen. Bitte nicht, das schaut mega scheiße aus. Ich habe einfach Hühnerfedder. Ich will das einmal ausprobieren. Das ist so wie bei den Gelnägeln. Da war er auch so, na, das hat schon scheiße aus. Ich hole ein paar Hühnerfedder, dann picke ich drauf, die sind genauso groß. Ich will das mal machen. Einmal will ich mir Extensions machen lassen. Clash. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Haarextensions. Ich muss einfach alles mal selber testen, dass ich sagen kann, okay, es gefällt mir oder gefällt mir nicht. Okay, ich würde gerne auch jetzt einen Joint rauchen, mal probieren, wie der Hahn es sich schmeckt. Das ist was anderes, das ist doch mal illegales, aber das ist was illegales. Doch, die erste in Österreich schon. Nein, ja, bist du krank? Nein. Aber jetzt schon. Hallo, die Luisa ist jetzt voller Kirschen. Ja. Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Du kannst dir auch mal zum Beispiel Haare wachsen lassen, längere. ich habe meinen. Ja, toll. Ich hätte so gerne mal Lash Extensions. Ich will das mal ausprobieren. Es ist so wie Gelnägel und einmal ausprobieren. Aber wieso soll ich meine Haare wachsen lassen, aber wenn es dein Wunsch ist und nicht mein Wunsch? Ja, siehst du? Ja. Ich will auch das einmal ausprobieren, weil es mein Wunsch ist. Ja, aber ich habe dir nicht gesagt, keine Ahnung, schnell deine Glatze. Ja, ich will es einmal machen. Ich will einmal Lash Extensions haben. Papa ist nicht dafür. Aber ich denke mir, das ist voll praktisch, wenn man dann im Urlaub ist. Dann schaut man hübsch und frisch aus. Ja, dann kann man gleich eine Maske drüber geben. Nein, aber so ein bisschen. Clownmaske, dann bist du immer geschminkt. Clownmaske, das war gemein. Du bist so gemein. Nein, also die Clowns sind immer geschminkt. Super. Ich hätte das schon gern. Ja. Einmal möchte ich das ausprobieren, ob das so cool ist, wie alle es tun. Wahrscheinlich kann man sich danach... Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen traurig, weil wir sind hier nämlich ein paar Wimpern abgebrochen durch die Wimperndusche. Und wenn ich sie dann tusche, dann sind sie so auseinander. Und schon voll kacke. Könnt ihr bei mir auch sehen, ich habe vorher 21 gehabt, jetzt habe ich nur 19. Zwei sind abgefallen. Die fallen eh ab, das ist ja normal. Aber man ist abgebrochen. Ich zähle die jeden Tag im Inventur. Also ich will das. Mach gehen wir heute? Fahren wir nach Tschechien oder nach Ungarn? Nach Ungarn. Tschechien, Ungarn? Ja, bei uns hat ja auch hier in der Umgebung diese Geschäfte, also Kosmetikstudio ist hier offen. Also Tschechien und so. Die Lara ist wenig Tschechien. Ja, ich möchte, da ich schon keine Lash Extensions habe, weiter Wäsche machen, weil wir haben wieder Wäsche gewaschen und ich habe wieder 4 Körbe angesammelt. Also mache ich das jetzt schnell. Während die hier so schön spielen. Und ich musste Papa noch überreden, meine Lässigste. So, meine Lieben, wir sind mittlerweile wieder im Garten, also eh schon ein bisschen länger. Der Papa ist hier mit der Mama Henne und kuschelt. Kuschelst du mit Mama Henne? Ja. Ja. Die klaut nämlich unsere Riebiseln aus unserem Strauch mit ihren Küken, weil die sind jetzt so frei im Garten. Und die Sophie ist natürlich im Haus, weil das würde nicht gut ausgehen. Bebe, ja. Kannst du die Michelle oder den Buddy mit einer Windel und Feuchttücher rausschicken, weil die Luisa hat sich nämlich angesissen. Ja. Danke. Sie träumt. Happy Baby. Was wollte ich euch denn sagen? Achso, ich bin hier draußen im Garten mit meinem Laptop. Ich wollte mir nämlich hier eine Serie anschauen. Ich habe hier draußen nämlich noch ziemlich guten Internetempfang, also WLAN-Empfang. Und ich habe Riverdale fertig geschaut. Ich war, als ich ungefähr bei der Mitte der zweiten Staffel war, war ich so, das ist so langweilig, habe ich mir gedacht. Aber der Schluss war ja sowas von mega und ich freue mich schon so auf die dritte Staffel. Aber irgendeine Zuschauerin hat mir geschrieben, die kommt erst nächstes Jahr raus. Hallo? Voll traurig. Aber ich glaube, dieses Jahr kommt die 6. Staffel Orange is the New Black, oder? Ich sag's euch, Netflix ist so, oh mein Gott. Ich brauche immer so eine neue Serie und immer wenn ich eine neue anfange, dann bin ich immer so, dann kennt ihr das, wenn man eine Serie fertig geschaut hat, dann hat man irgendwie so sein Herz an diese Serie verschenkt und, hey, Sophie? Also die Hühner sind eingesperrt. Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich aber erschrocken.
Die Küken sind nämlich eingesperrt. Na komm her, mein Schatz. Schatzi, komm her. Komm her. Komm her. Ah, es war jetzt ein Schock fürs Leben. Die Küken sind nicht eingesperrt. Okay. Wo war ich denn? Serie, Herz verschenkt. Und dann mag man irgendwie nicht eine neue Serie anfangen. Aber man macht es dann. Und dann verliert man das Herz an der neuen Serie. Hm? Kennt ihr das? Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt richtig so Riverdale. Oh nein. Und jetzt habe ich Dark angefangen. Aber Mama. Kann mich noch nicht so dran anfreunden. Ja, mein Schatz. Bringst du mir die Feuchttücher? Du bist so ein Schatz. Die Lara hat mir nämlich die Feuchttücher gebracht und eine Windel. Du bist die beste, Schatzi. Danke schön. So, wir werden mal die Luisa wickeln, ja? Weil die hat voll viel Kacke gemacht. Und Pipi, natürlich. So, meine Lieben, wir haben jetzt Mittag gegessen. Die sagen, wir haben jetzt Abend gegessen. Ich hab gerade gefrühstückt. Wir skippen nämlich immer Mittagessen, wenn wir so frei haben, weil wir essen dann spät zum Frühstück und dann essen wir nur mehr einmal Mittag und Abendessen. Dafür ordentlich. Sogar was übergeblieben. Papa hat nämlich gekocht. Und zwar gab es Reis mit so Spießchen, die habe ich vom Lidl letztens gekauft und das war super lecker. Und für die Luisa habe ich Banane mit Babykeks gemacht, aber naja, die Luisa isst doch lieber Fuß. What do you mean? Sie isst doch lieber Fuß? Ja, schau, den ganzen Fuß hat sie abgeschleudert. Sie isst 2-3 Löffel und dann will sie nicht mehr. Und dann wieder Fuß. Schau mal, was sie mag. Hey du Fussi, du. Die Luisa ist eher die Milchmaus bei uns. Schau mal, Schatzi. Machst du meine Haut jetzt besser? Weh! Ja. Weh! Na, das war's weh! Das war ich doch selbst! Der Papa, ist so gemein! Das ist gemein, oder? Geh, komm, kommt auf, gemein! Das stinkt der Fuß!